So, dann hallo zu einem neuen Stream mit World of Warships, mit Concord. Hallihallo. So, und du wolltest die Yugumo spielen, ne? Ich wollte die Yugumo, ja. Die Frage ist, nehme ich jetzt auch ein Torpedo-Ding oder nur wieder mit Guns? Wie waren das? Ja, ich Weiß probier's mal ich. mit der Ostergötterland. Also die letzten Runden, die waren ja okay. Also da kann man ja echt nicht jammern, muss ich sagen. Ja, jetzt haben wir aber Premium. Ja, ich Schauen weiß schon, wir jetzt mal 24 Stunden schlechte Rundenkonto. mal. Yep. Und Die erste Runde im neuen Patch. Mit diesen ganzen neuen Boni. Schauen wir mal. Hauptsache keine U-Boote. Dann wäre ich schon zufrieden. ist Bist du doch lästig geworden, die bereit? U-Boote. Ja, ich bin bereit, glaube ich. Also ich glaube schon. Ich gucke, aber ich bin mir so unsicher, weil mein Schiff halt grau ist und so. Das ist ein bisschen kurios. Ja, da muss man sich wieder Ich dran gewöhnen glaube, jetzt. ich bin mal bereit. Aber ich weiß nicht, warum sie es geändert haben, weil eigentlich hat es ja ein bisschen, dass jedes Schiff ein bisschen anders ausgesehen hat, reingebracht. Oder meinst du, das sind immer noch genug die Also es gibt ja noch so Äste auch? diese Premium-Tarnungen, also ich glaube, es gibt genug Leute, die vielleicht noch ein bisschen einzigartiger ausschauen wollen, aber eigentlich ist es mir wurscht. Ja, mir auch, aber ich glaube, es gibt genug Leute, die, ich meine, ich glaube, es gibt auch genug Leute schon allein, die dann sich Premium kaufen für ein Jahr oder sonst was regelmäßig, ne? Was eigentlich, ja, ich sag mal, World of Warships ist echt ein Spiel, was fair, du kannst es echt free to play, also kostenlos spielen, was eigentlich dann fair gehandhabt wird. Also du kannst es echt trotzdem gut spielen, Finde ich eigentlich ne? auch Du kriegst oft genug Premium, ich sag mal, geschenkt. geschenkt oder zur Verfügung. Ja. Oft Booster, oft Events, wo du was reißen kannst, wo du was holen kannst. Das ist jetzt, ja. Merkt man schon, ja. So, also der hinter uns ist auch grau. Ich glaube, die Atlantico ist. Naja, gut, es ist Premium-Schiff. Das wird wahrscheinlich eine eigene Tarnung haben. Das muss ich mir die ganzen Leute mal angucken, genau. Farbe. Okay. Grau. Farbe. 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 Ah ja, also. Es sind mehr Graue unterwegs wie sonst, aber. Ja, da Manche hinten behalten, die glaube ich, drei, ihre die Tarnungen. letzten drei haben Tarnung. Da hinten auch vier. Vier Leute haben Tarnung, ja, doch. Stimmt schon, hast schon recht. Ich glaube, Ja, das wird so ein also. Mischmasch. Ich Ja. glaube, viel Unterschied merkst du nicht. Also ich glaube, die Leute, die eh schon genug Geld haben, keine Geldsorgen haben, die werden es einfach draufklatschen. Ja. Ich fand es aber gar nicht so schlecht, weil eigentlich mag ich sogar, wenn Schiffe eigentlich so die Standard aussehen, weil es ist halt realistischer. Genau, ja, für das Graue, ja. Bin ich eigentlich schon ein Fan von. Natürlich ist es dann nicht so kunterbunt und alles schick und so, aber ich finde es irgendwie cooler. Flugzeugträger bei uns, aber kein Problem. Ich habe gute Flak. Ja, aber trotzdem sind wir aufgedeckt und das ist auch kacke. Ja, aber ich bin echt stark, also da überlegt sich. Warum habe ich. Ja, okay, So, egal. ich mach mal an und die holen wir Ja, uns mal ich auch. runter. Also 8 Flugzeuge habe ich schon mal. Ich habe zwei. Okay, der ist weg. Ich mach wieder P rein. Jo. Huch. Ei, 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 ei. Ui, das war knapp. Hat die Bismarck auf mich geschossen? Ehrlich, hätte die mich getroffen, da wäre ich schon wieder. Da wäre ich schon wieder vorbei gewesen. Kann natürlich sein, dass eventuell Torpedos kommen. Ich weiß nicht, war hier ein Zerstörer? Ja, es war Die einer. Yugumo war da. Ja, aber der hat uns jetzt gesehen. Da könnte es durchaus sein, dass er da random hier hinter die Insel dropshippt. Na gut, ja, du kannst deine Tops auch noch nicht rausschicken, oder? Doch, doch, könnte ich schon. Ach so, Schon okay. lange. Ja, aber die ist ein Habe bisschen ich halt noch nicht unterwegs. weit aufgehört. Ja. Ich fahre mal ganz vorsichtig hier rein, aber ich gehe früher auf. Muss mal gucken. Edinburgh ist da. Vielleicht können wir uns an die Edinburgh ein bisschen ranschleichen, um Torps in diese Richtung zu schicken.
hat da die Yugumo. Edinburgh. Okay, die ist okay. Ah, sag dich doch, dass er da Torpedos hinschickt. Ich hab's so gewusst. So, schauen wir mal. Die Bismarck bleibt da hinten. Okay. Edinburgh. Hat die Edinburgh Radar? Nee, ne? Nein. Die kann sich aber einnehmen. Okay. Ich versuche mal drin zu bleiben kurz. Vielleicht können wir. Ja. Einnehmen. Oh, komm, Flugzeugträger, verpiss dich. Sieht gut aus, sieht gut aus. Yes. Ich halte mich da jetzt mal kurz ein bisschen zurück, ne? Ja, ja, mach ruhig. Alter, lol, Alter, guck mal, die Torps schon wieder, ey, als Olbo uns die ganze Zeit zieht, ne? Lol. Ich habe schon 13 Flugzeuge runtergeholt, also mal schauen, ob er das jetzt so weitermacht. Das ist geil. Also wenn du als Zerstörer ein bisschen Flugabwehr drauf hast. Ja, aber dafür habe ich halt auch überhaupt keinen Nebel und so. Jetzt nebelt der sich ein, der Pissnäcke. Ach lol, hinter dieser Insel ist der Flugzeugträger. Lol, lol, zwei... Jawohl. Oh scheiße, warte, da kommt ein Flugzeug, ich muss schießen. Ja, komm, mach mal an. Der geht mir schon hart auf den Sack, muss ich zugeben. Das ist ein bisschen ungeil. Ich muss wieder P reintun. Ah, ja. Also, weil ich muss ein bisschen ausweichen. Okay. Ja, also, wir können da eigentlich noch nicht hin, weil da sind noch zu viele Verbündeten beim. Also, ob er mich jetzt getroffen oder nicht instant brennen, Alter. Ich krieg die Kratze. Soll ich mal in den Nebel ein bisschen was reinschieben? Also, der will uns echt die ganze Zeit aufdecken, der Typ, ne? Der ist trotzdem hartnäckig. Der ist halt auch echt nah, der Flugzeugträger. Ah, ich bin jetzt ein bisschen. Hin und her gerissen, die Edinburgh, die nervt ein bisschen. Und da war irgendwo eine Cleveland. Ah, schade, er fährt raus. Ja, der Flugzeugträger wäre schon geil, wenn wir den rauskriegen, ne? Ja, komm mal mit. Wir schleichen uns da mal. Ja, ich drehe ja schon, aber ich musste kurz von den Flugzeugen wegfliegen. Weil die Edinburgh, die fährt jetzt weg. Wegfahren. Ah, die Cleveland, die ist schon tot, alles klar. Da fliegt er wieder, aber nicht in unsere Richtung. Das komm, ist sehr, sehr gut. Vielleicht können wir uns den sogar snacken. Die Yugumo ist schon weit weg. Hier mit dem Flugzeug fliegt er doch in unsere Richtung. Da ist der Flugzeugträger. Also ich überlege gerade, ob ich Turbo-Modus einhau. Bin ich ein bisschen schneller da. Ja, gute Idee, machen wir das. 14 Kilometer vor uns, der Flugzeugträger. Ja, die Yugumo, die kommt gerade zur Verteidigung. Ich weiß nicht, warum die Yugumo dahinter fährt. Ach, das sind zwei Zerstörer sogar. Die Gegner. Oh man. Wie weit gehen denn deine Torpedos? 13,5 Kilometer. Ah, okay. Oder? Ja. Der ist der Flugzeugträger. Der bewegt sich jetzt. Oh, Alter. Aber wir decken ihn auf, also der ist jetzt nervös. Komm, fahr deine Kurve, meine Tops würden vorbeilaufen. Komm, dreh dich. Laufen doch eh vorbei, oder? Schon lange. Ja, nee, das ist zu langsam. Oh, wir müssen ein bisschen aufpassen auf die Edinburgh und Vladivostok. Vielleicht ja, kommen wir noch irgendwie hinter die Insel, dann können sie nicht mehr von schießen. Das wäre natürlich mega. Ah, unsere Verbündeten schießen auf den Flugzeugträger. Sehr gut. Ja, klar, natürlich. Dann wird das, wenn ich wieder ankomme, um Torps zu schicken, dass der schon tot ist. Definitiv, definitiv. Dass ich keinen Schaden mehr mache und dass ich einfach nur aufgedeckt habe und dafür keine Points bekomme. Ja, ich werde gleich anfangen zu schießen. Panther, irgendein Panther sagt, er braucht meine Unterstützung. Ja, ich schieße jetzt einfach. Der von uns wegfährt, meine Fresse, bleib halt stehen. Kannst du auch schießen? Ja, ich mache ich schon. Alles gut. Okay.
kommen. Wenn der Flugzeugträger schon mal weg wäre, das wäre schon gute Hilfe für unser Team. Ja. Hat schön verkackt schon mal. Komme ich wieder zu dir, dann sind wir ein bisschen stärker. Torpedos. Liegt einer auf mich zu. Ist er tot? Ja. Oh, sorry, sorry. Achso. Oh, scheiße. Oh, shit. Das machen wir es immer ein bisschen einfach. Ah, er ist tot, okay. Vorsicht, die Alien-Bürger rechts neben uns. Kannst du nebeln? Kannst du nebeln? Ja. Ich nebel aber nach. Scheiße, ich fahr genau in die andere Richtung. Na, oh, shit. Hast du Torps? Ich hab keine Torps gerade mehr. Ich fahr weg. Dürft mich gleich nicht mehr sehen. Ich hoffe, dass deine Torps diesen Flugzeugträger da hinten ist erwischen. Das ist ja ein Prime-Schien, ja. Vorsicht, Torps. Oh, die sieht gut aus, komm. Komm schon, verreckt, Flugzeugträger, bitte. Oh, shit. Nee, was? Die sind oh, shit. Was? 7 Kilometer dran. Komm, die Adam-Bird, die kriegt man weg. Rand. Nice. An der Edinburgh. Oh, die Vladivostok. Die fährt da rückwärts. Scheiße. Und die Edinburgh, die muss sterben. Mann, wieso stirbt die nicht? Ja, hab ihn. Sehr schön. Boah, lauf die Vladivostok. Also, ich kann nicht anders. Ich muss auf die jetzt Tops draufballern, aber so sowas von. Nein, jetzt gibt sie Gas. Nicht belassen. Also, ist echt der Flugzeugträger weggekommen, ne? Das ist echt traurig. Ja, ich bin immer noch hinter ihm, aber scheiße, die Vladivostok gibt natürlich jetzt richtig Vollgas. Scheiße, Mann. Also jetzt habe ich ein bisschen Pech mit meinen Tops, muss ich sagen. Wow, what the fuck? Wo kommen die denn auf einmal her? Machen wir mal depressed und sowas. Naja, ich schieße jetzt mal auf die. Jawohl. Flugzeugträger stirbt. Oh nee, jetzt guck mal, meine Tops, die waren so geil auf die Flatten. Oh. Dann macht er wirklich einfach eine Zitadelle auf die Flatten. Kannst du dir das vorstellen? Was? Gewonnen? Hm. Naja, die Runde war jetzt nicht so geil. Sieht sich sehr an Grenzen, leider. 31 Flugzeuge abgeschossen, aber das war's dann auch schon. Ja, was? Macht das Flugzeug abschießen so viele Punkte? Anscheinend, ja. Hm. Ach man, die Fladdy, ich hätte die so wegrasiert. Weißt du, die hatte fast Full HP und dann meine Torf, die sind so gut gekommen, ne? Dann ist das andere Schlachtschiff von uns da und was? War Vladi mit einem Schuss komplett weggeradiert. Ah, das kann ja echt nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Es ist. Naja. Das ist World of Warships halt. Ja, ich hätte auch Pech. Ich hab's immer falsch eingeschätzt, meine Tops. So, jetzt müssen wir nochmal kurz gucken, wie viele Punkte habe ich da so bekommen? Ja, 9000, ist nicht schlecht auch. Ne, passt. Magst du nochmal Yugumo? Joa, ich würde schon sagen. Keine Probleme. Es war ja nicht so, dass wir voll aufs Maul bekommen haben, sondern einfach nur, dass die Runde zu schnell vorbei war und wir nicht viel reißen konnten. Ja. Weil der wieder sehr, sehr glücklich gefahren ist. Der ist, also Flugzeugträger, der hat jetzt schon viel zufälliges Movement gehabt, was gut war, sag ich mal.
Ich meine, für dich ist es ja eigentlich gut, wenn der Flugzeugträger auf uns geht, weil dann kannst du richtig wegsnacken. Ja, das war jetzt nicht verkehrt, Das ja. ist. Ja. Ach ja. Naja. Meine Fresse, ich finde gerade den dritten Feldzug nicht, was ich da reintun kann. Was ist denn damit? Mann, ey! Warum sind da immer Schiffe hart am. Da, das klingt doch gut. Scheiße, das ist maximal Tier. Das gibt's doch nicht. Das klingt gut. Machen wir das. Wählen Sie ein passendes Schiff. What the fuck? Wie? Was versuchst du Oh gerade zu tun? Mann. Ich brauche nur ein drittes Feldzug, wo was passend vom Ach Ding, von so. Schiffen her ist. Aber ich finde keins. Es gibt einfach keins. Ich bin jetzt alles durchgegangen. Alles sagt er mir jedes Mal. Falsches Schiff. Kann es sein, dass es viele Flugzeugträger-Dinger sind? Vielleicht. Oder weil du halt Zerstörer bist und du Schlachtschiff oder Kreuzer bräuchtest für die Aufgaben. Aufgabe abgeschlossen. Hier fehlt mir irgendeins. Was ist denn das? Brandstifter muss in einem Ding abgeschlossen werden. Oh, Brandstifte ist aber echt nicht so einfach zu kriegen. Ja, ich weiß schon, ich hatte das ewig lang drin, habe es nie bekommen. Als ich es rausgetan habe, dann hatte ich plötzlich, keine Ahnung, fünfmal Brandstifte oder so. Ich weiß es nicht. Das war richtig Ich bitter. glaube, du hast dann die Runde danach sogar das bekommen. Also das war richtig Ja. übel. Ja. Ja, ist so typisch wieder. Da vielleicht. Das klingt gut. Das nehmen wir. Das mal raus. Das tun wir rein. Keine Ahnung, das geht. Probieren wir es einfach. So, ich bin bereit, denke ich. Oder? Bin ich bereit? Habe ich. Tut sich. Ja, das bleibt drin. Das bleibt auch drin. Bereit. Klar, und dann let's go. Letzte Go. Ich weiß nicht, wie lang heute dieses Klassentreffen ist. Ob ich vielleicht heute nach dem Klassentreffen wieder Ja, aber ich gehe schon rumkomme. davon aus, dass mindestens 3 Stunden schon weg bist, oder? Minimum. Ja, weiß ich nicht. Ja, schauen wir Ja, mal. gut, wir bis alle bestellt haben, essen, bis alles kriegen, das kann schon sein. Ratschen und so, ja. Ja, gut, ich bin nicht so der Ratschmensch. Nur bei dir bin ich so einer. Echt? Okay, ich wollte gerade sagen, so, der lügt mich doch gerade. Der labert und labert und labert. Nee, ich ratsch wirklich eigentlich nur bei dir so. Also, Ach so, bei okay. allen anderen sitze ich meistens immer noch da und chill und. Ja, aber überleg mal, über was wir mal ratschen. Wir ratschen entweder übers Zocken, über Streamen, über YouTube, über. Ja, gut, Arbeit und so weiter, ja, aber irgendwie, keine Ahnung, mit dir kann man einfach ratschen und bei den anderen habe ich immer das Gefühl, Na, da muss man sich so künstlich so ein bisschen zurückhalten, ne? Die haben halt andere Interessen dann wahrscheinlich. ja, genau, volle Rotze, ne? Und wir sind halt schon im Interessensgebiet sehr, sehr ähnlich. Und Ja. deswegen kann man da einfach reden, wie. Ja, wir können einfach Worauf man halt quatschen und gerade das Bock hat. funktioniert Und dir einfach. kommt Ja, gerade ein Gedanke in genau. den Kopf und let's go. Genau, und meistens interessiert es den anderen A, beziehungsweise ist auch so und dann kann man zum Gespräch entwickeln. Ne, aber Genau. bei den anderen ist meistens einfach komplett andere Themen, wo ich null mitreden kann. Vielleicht noch bei Ein zum Aktien. Beispiel. Du kannst dann irgendwie Richtung Aktien lenken. Gut, da Ja, können wir aber das vielleicht die ist anderen auch nicht sehr reden. selten. Ich wollte gerade sagen, es ist sehr selten, dass dann andere auch in dieser Richtung Ja. quatschen wollen oder ja.
Ja, weil Finanzen ist nur so eine Sache, ne? Da redet man auch ungern irgendwie drüber. Es geht, also ich hab damit kein Problem, ehrlich gesagt. Vielleicht halt so grob, also ich meine jetzt mit relativ fremden Menschen halt eher vielleicht grob über das Thema reden, ja, halt nicht über Einzelheiten. Das ist klar, man kann über Aktien reden, aber vielleicht nicht über dein Depot, weißt du so. Genau. Ja. Vielleicht kannst du sagen, was du so hast, ungefähr in dem Bereich, aber nicht wie viel und wie viel es wert ist und so, das muss genau, man da nicht sagen. So, wenn wir jetzt kein Pech haben, ist die Orca nicht bei uns, weil die hat Radar. Okay. Aber es gefühlt das gesamte Team ist bei uns, ich bin ganz überrascht. Aber wahrscheinlich heißt es nichts. Also wir decken es wahrscheinlich auf und keiner schießt auf die. Wahrscheinlich fahren wir da jetzt durch und auf der linken Seite werden sie wegradiert, wir werden aufgehalten und dann kommen sie trotzdem von hinten. Ja. Ja, da Friedrich? Ja, hallo Herr Friedrich. Aber ich habe gleich Hydro, ich würde es dann wahrscheinlich anmachen. Dann sehen wir schon mal, wo die hinter der Insel sind. Ich bin entdeckt. Und ich mache was jetzt schon? Lol, ich schieße. Ich auch Radar. Ich bin offen durch Radar. Alter, ich fress doch immer so viel Schaden eigentlich mit dieser fucking Kroning. Ich fahr direkt in deinen Berg, weil ich offen bin durch Radar und. Ja. Damit ich mich. Aber seine Torps können uns nicht treffen, also das ist schon mal ein Vorteil. Magst du da rausfahren? Oh fuck, was ist das denn? Eine Zieten. Oh, das ist schlecht. Die hat Hydro. Kannst du Nebel? Die hat gerade Hydro verwendet, ich war die ganze Zeit offen durch Hydro. Ich bin noch offen irgendwie. Wieso bin ich offen? Ach, ich nebel mal für dich. Ich bin zwar nicht offen, aber. Oh, die Yu Yang. Scheiße, weil wir auf 2 Kilometer da sind. Das Nebeln bringt es leider nichts. Aber wieso? Wir sind doch hinterm Berg, oder? Ja, aber auf 2 Kilometer Entfernung ist man automatisch immer auf. Und der ist 1 Kilometer von uns entfernt. Ja, versuchen wir ein bisschen hier hinten zu bleiben und schauen wir mal. So, aber der ist dann auch dauerhaft offen. Ja. Na, ja, jetzt ist die Frage. Scheiße. Was machen wir? Ja, wir müssen hier so ein bisschen. So, Verbündeter kann anscheinend. Bisschen keiner drauf wegfahren. Ballern. Ja, wenn die Zieten da jetzt rumkommen, sind wir am Arsch. Wir müssen ein bisschen ja, von 2 Kilometer weg. Ich versuche abzuhauen. Ich versuche in dieser Richtung mal wegzukommen aus den 2 Kilometer Radius. Ja. Und es ziehen schon 2 auf mich. 3. Scheiße. Ach du Scheiße. Baltimore. Zicke, 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 zicke. Ich bin raus aus dem Radius, das ist sehr gut. Ich bin auch raus. Vorsicht auf die Tops rechts. So. Ja. Ich fahr rechts in den Nebel. Also ich bin eh nicht mehr entdeckt, aber ich muss hier weg. Das hilft einfach alles nichts. Oh, Columbia. Sorry, es tut mir leid. Danke für den Nebel. Denk an die Torpedos da hinten. Ja. Ich werde jetzt mal schießen, ne? Eigentlich können wir mal ein bisschen ballern. Ja, Nebel ist gleich weg. Nebel. Achso, ja, stimmt. Na gut, wenigstens bin ich jetzt ein bisschen aus der Gefahrenzone. Warte, ich nebel mich jetzt ein. Auf die Zieten. Ja, und wollte gerade sagen, ich schieße auf die Zieten. So, die Colombo fährt jetzt dahin und die Yu Yang fickt den so richtig weg mit Tops. Wir müssen ein bisschen aufpassen, bei B ist noch ein Zerstörer, ne? Der da Torps schickt und so. Ich schick da mal Torps, vielleicht fährt die Yu Yang ja rein. Mal gucken, vielleicht der Beschießer. Ein Brand? Komm, gib mir einen Brand. Ich bin doch in der Nebel, Mann, warum? Alter, war ich gerade so am Rand vom Alter, Mann! Guck mal, Mann, warum bin ich dauerhaft offen? Ich dachte, der ist ein Zerstörer, der ist ein Zerstörer, der ist ziemlich nah anscheinend. Ich wäre mal vorsichtig. Ja, die Runde ist Katastrophe, die regt mich schon jetzt richtig hart auf, ne? Ah, da ist die Kita-Kase. Genau, jetzt fahre ich aus dem Nebel raus, jetzt wo ich nicht schießen kann! Wenigstens habe ich es eingenommen. Scheiße, da ist die Kitakase. Oh shit. Soll ich nebeln für dich? Naja, ist gut, ich fahr gleich meinen eigenen Nebel wieder rein. Na, er nebelt auch. Kritik ist gerade an dem Motor.
Ich versuch mal zum. Warum ist der Nebel? Oh, Radar. Ich. Radar. Verzehr, echt. 9 Kilometer, glaube ich. Oder 10 Kilometer. 10 Kilometer wahrscheinlich. 5 Leute zielen auf mich. Ich bin tot. Ich bin durch Radar offen. Alter. 5 Leute, 4 Leute. 5 Leute zielen auf mich. Oh Gott, das ist ein Orkan. Natürlich. Naja. Hör auf, mich zu treffen. Das sind seine Tops? Kriegt doch Voltimo und so? Nee. Nee, ist nicht mein Tops. Alter, die pushen uns gerade hier hardcore weg, Alter. Holy shit. Ja. Hoofdgeschütoren, kritiek beschadigd. Oh, scheiße. Kann halt nicht schießen, weil sobald ich einmal schieße, bin ich halt instant tot, ne? Yep. Wie ist mir gerade jetzt. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Oh, die Baltimore, die ist nervig. Ja, ich erwische sie aber auch nicht mit meinem Torp. Der fährt halt wirklich so zickzack-Scheiße, dass ich nicht erwische mit meinen scheiß Torpedos. Fuck, jetzt ist die Kitekasse mal weg. Scheiße. Jetzt wollte ich mich gerade einnebeln. Ballon. Wo ist unser Team denn? Ach, tot. Lol, unser Team ist echt tot. Wo ist unser Team? Ach, tot. Ja, die sind echt alle tot. Was haben die gemacht? Na, mei, ich hab keine Ahnung. Oh, ein Torp könnt ihr treffen. Komm, 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 komm. Nee, komm. Der geht voll vorbei. Ah, zu schnell. Sagt er, ich treff die Baltimore. Es war früher schon so. Ich treff die einfach zum Verrecken nicht. Ah. Alter, ich muss echt Boost reinhauen. Die Baltimore ist schneller als ich. Die jagt mich direkt. Geht gleich auf, weil sie mich aufblockt hier. Ist die schneller als ich? Fahr eine Kurve, du Spast. Fahr zu mir. Mann, jetzt habe ich, weißt du, echt gedacht. Ja, er fährt rein. Er lenkt nach rechts. Er lenkt nach rechts. Das ist sehr, sehr gut, wenn er nach rechts lenkt. Ja, hoffen wir mal, dass du. Ich sehe es doch gerade nicht so richtig. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Komm schon. Nein. Er ist ausgewichen. Und es ist Radar. Ja gut, da können wir auch schießen. Das gibt's ja einfach nicht, oder? Also aber mich instant drin. Digga, war das ein furchtbares Gefecht. Digga. Oh, wie lange ist das Rad, der Radar jetzt noch? Ich weiß nicht, ne? Ach, du bist tot? Ja, gerade eben. Ja, Baltimore hat mich halt weggefickt. Die hat jeden Schuss getroffen. Das kann nicht was. Ich treff die Kreuzer einfach nicht mit Torpedos. Die, vor allem, es ist immer so knapp. Die fahren da wirklich immer so zwischendrin durch und so. Immer so ganz knapp in der letzten Sekunde. Oh Gott, das war ja eine fürchterliche Runde jetzt. Ja, die war wirklich Katastrophe. Nur weggepusht. Ja, nur auf die. Was gekommen. Wow, ich hab. Der Gegner hat nur einen Gegner verloren. Ein Schiff haben die verloren. Das ganze Team war bei uns und die haben es nicht geschafft, irgendeinen zu killen. Wow, also. Und ich habe echt gut aufgedeckt, denke ich mal eigentlich. Oder wir, sag ich mal. Sie waren eigentlich gut offen bei mir die ganze Zeit. Nur ich konnte halt da nicht schießen, weil die halt instant auf mich auch geschossen hätten. Und Torpedos haben einfach nicht getroffen. Das war, muss ich sagen, viel Pech, aber. Fucking Baltimore. Der Keller war 496, da geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Er überlebt einfach und bis. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Schade, 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 schade. Was für eine Katastrophenrunde, ehrlich. Ja, die war jetzt echt umgehalten. Willst du nochmal Yugumo oder willst du lieber mal was anderes zocken? Also ich richte mich dann nach dir, also ich werde jetzt noch nicht. Also ich bin nicht so, dass ich jetzt sage, ah, jetzt will ich keine Zerstörung mehr spielen, ich würde schon noch weiter spielen, aber wenn du mal was anderes spielen willst, können wir auch gerne was anderes spielen. Ja, auf die 9 kann ich jederzeit was anderes spielen, also. Ist ja die Frage, ob wir dann halt zusammen eine Klasse spielen. Ja, da, also Zerstörer spiele ich gerne, wenn du mit Zerstörer spielst, weil dann kann ich mich ein bisschen orientieren dran. Ja. Leider habe ich immer das Gefühl, dass die da mich immer wegrationalisieren. Ja, wir können auch. Mensch, was gibt's denn da noch? Nö, nee, wir können gerne mal. Tier 8, Bismarck. Wir können gerne mal beide Schlachtschiff spielen, wenn du mal Bock hast. Können wir auch mal machen. Tier 8, Kurz gucken. Hätte ich ein Schlachtschiff, die Bismarck. Die Bismarck, ja, wir könnten auch gerne mal. Das ist die Kansas. Ich spiele die Massachusetts, weil die hat auch Sekundär. Du spielst ein Premium-Schiff, okay. Ja, die habe ich irgendwie musst mal. Du dann nirgendwo mehr, musst du da nicht mehr irgendwo hochgehen oder wie? Irgendwo ach so, ja. Ich, also, weil du halt Nahkampf bist und Kansas ist eher Fernkampf. Also, ich kann dann schon. Also, wir können es mal versuchen, aber. Ja, Nahkampf ist immer so eine Sache, ne? Mit der Bismarck, wenn ich mal vorfahre, ich komme da gar nicht ran, dann bin ich schon tot meistens. Ja, vielleicht nicht ganz. Ja, das ist immer das Timing, wann man vorfährt. Das ist immer so ein bisschen. Ja. Wir können es gerne mal probieren mit Kansas und wenn wir feststellen, nee, das haut nicht so hin irgendwie. Ja, wir können es gerne mal probieren, ja, das stimmt. Dann kann ich jederzeit ein anderes Schiff nehmen, was besser für Nahkampf tauglich ist. Weil ich habe halt auch eine fucking Nachladezeit von 40 Sekunden. Also ich mag die Kansas eigentlich nicht so. Schauen wir mal. Okay. Ja, sie haben, glaube ich, da ein bisschen was dran geändert an der Reihe. Also mal schauen. Oh, okay. Also die arbeiten auch ein bisschen an Schiffen. Okay. Ja, die haben es ein bisschen stärker gemacht. Haben sie auch für den Nahkampf stärker gemacht, haben jetzt bessere Durchschlagskraft im Nahkampf. Bringt trotzdem nichts, wenn du nur alle 40 Sekunden schießen kannst. Und ich bin halt einfach nur fett. Und ich brenne sehr schnell. Ja gut, wenn ein Flugzeugträger oder so auf dich geht, ist halt vorbei, ne? Ja, ja, geil. Zwar bin ich ein amerikanisches Schlachtschiff, aber trotzdem ja, nervig. Ja, ich muss sagen, also schon als ich Flugzeugträger ein bisschen gespielt habe, da habe ich gemerkt, dass eigentlich scheißegal ist. Wenn die umso fetter, umso besser, auch wenn sie dich wegrationalisieren, in der Luft ein bisschen, dann hast du trotzdem gute Chancen, da einen Brand zu setzen und sowas, umso fetter die sind, aber ja,
Iowa, Friedrich, Tierpitz, Magi und Leon. Dafür sind nur zwei Zerstörer drin. Das ist ja schon mal etwas. Das ist ganz gut, ja. Action Stations. Ach, jetzt geht das wieder los. Ach gut, dann lehne ich mich mal zurück und warte, bis ich vorne bin. Steckt das schon wieder, wenn ihr Deutsch schreibt. Das ist so furchtbar. Wenn du vorher irgendwie so japanische Zerstörer spielst oder sowas und dann auch deutsche Schlachtschiffe. Da ist Schneckentempo angesagt. Ich glaube, die Kansas ist sogar noch langsamer wie die Bismarck. Ich glaube, ich habe eine Geschwindigkeit von 23 Kno. Also zumindest bei der Reihe. Also die andere Schlachtschiffreihe mit der North Carolina, die ist schneller unterwegs. Ich bin jetzt bei 27 Knoten. 28. Ja, ich werde so ein bisschen rechts, so ein bisschen fahren. Lass mal schauen, wo es für die Gegner sind. Ich bin ja schon froh, dass wir einen Zerstörer hier auf unserer Seite haben, der für uns spottet. Ja, typisch wäre es gewesen, wenn es auf die andere Seite rübergefahren wäre. Ja, ja, oder das, das wäre typisch gewesen. So komplett rüber. Einfach querfeldein, ja. Das stimmt, ja. Das wäre Standard gewesen. Jetzt liegt uns dann dahin, Mann, ey. Ist das jetzt dein Ernst? Alter. Wenn der unsere Mayhem direkt wegsnackt, da krieg ich's kotzen, ey. Ah. Genau auf der verkehrten Seite O gedrückt jetzt. Naja. Fliegt meine Kugeln. Oh ja, und er tritt ein. Alter, ich muss mich da erstmal wieder voll dran gewöhnen, ey. Boah, wow, fuck. Aua! Wer hat denn jetzt geschossen? Wer hat mich jetzt getroffen? Okay. Vier Leute zielen auf mich, okay. Fünf Leute, was sind die denn alle? Ah, die Zara. Ich muss mich erstmal voll dran gewöhnen, wie ich zielen muss. Oh, die Leo hat mich getroffen. Ah, da ist die Jutland. Ich schieße mal auf die Jutland. Also, ich versuche mal auf die zu schießen. Wie ging nochmal Ding? Steuerung, ne? Nee. Was? Fixieren. Steuerung. Und dann mit der Maus drauf drücken. Ah, ja, genau. Voll vergessen, ne? Alter, diese Steuerung. Ei. Ja, wir müssen erstmal wieder 40 Sekunden warten. Ich liebe es. Ich glaube, ich muss auf die Leo schießen. Die ist 12 Kilometer von mir. Okay, du. Vielleicht mal zurückkommen wieder ein bisschen. Ja, wenn ich jetzt drehe, bin ich halt von der Leon, werde ich Zitadelle, das kann ich dir versprechen. Ja, ja, also ein bisschen abwarten, bis aber. Weil da ist halt noch die Tierpits und so. Also eher so ein bisschen seitlich wegfahren von ihr, das wäre vielleicht am besten jetzt. Weil wenn du jetzt so weiterfährst, jetzt bist du hinter tot. Hinter der Insel. Ja, ich drehe jetzt ein vielleicht. Schauen wir mal, ob ich das überlebe, diesen Dreher. Aua, lol. Ja, hast gut aus einbekommen. Jo, komm mal wieder hinter und halt dich hoch und so. Ja, drei Schlachtschiffe gegen einen Deutschen, da habe ich auch keine Chance. Ja, ja, weil gerade jeder wirklich alle auf dich schießen. Vielleicht versuchen auch irgendwie dunkel zu gehen oder so. Ja, das war heavy grad. Ah, jetzt kommt von links die Iowa daher. Ist das dein Ernst? Wo ist die Iowa? Na, da ist die Iowa. Oh, alter Verwalter. Vorsicht, der Iowa. Ja, egal wie ich fahre, ich bin dann immer, ich hab da richtig, die zielen halt gerade alle auf mich, ne? Ja.
Weil ich auch nicht mehr viel Leben habe, ich bin halt, jeder will den Kill snacken. Oh. Nein! Komm wieder her! Oh. Mein Gott. Diese Kansas ist wirklich ein Cancer. Kannst du dich eigentlich jetzt noch gut hochheilen oder ist das eher... Nee. Peanuts. Okay. Ich habe mich ja schon einmal hochgeheilt sogar. Vorsicht, die Eier waschiert. Ja, die Tippe zielt aber auch auf mich. Drei Leute zielen wieder auf mich. Richtung rein. Guck mal, die Tierpizze ist schon Breitseite in Hoffnung. Oh, die Amage schießt auch noch auf dich. Ja, jetzt schießt die da auf dich. Bisschen gefundenes Fressen. Naja, klar, logisch. Na, vielleicht kann ich mich nochmal hochheilen. Jetzt sagt er, wenn ich noch ein bisschen zurückfahre. Ich muss noch eine Minute abwarten. Ja, vielleicht ein bisschen defensiver bleiben. Oh, Eben nicht auf, ne? Leck mich am Arsch. Noch jetzt. Tippets, kannst du bitte nochmal? Naja, dann. Obwohl das Jutland, ne, da möchte ich gar nicht so weit vor vorne. Aber vielleicht ein bisschen weiter vor vorne. Jetzt abdreht. Was für ein Wichser. Vielleicht sich so ein bisschen auf die Amagi vielleicht konzentrieren? Ja, die ist gerade bei mir weggeploppt, weil die hinter der Insel gefahren ist. Schon wieder auf mich. Ich sehe ja nicht mal was. Ah, da kommt sie raus. Die Amagi. Eine Fresse, als ob die wirklich die ganze Zeit so lenkt, dass ich voll daneben kotze, ey. Und was? Wie viel Schaden die mir gerade gemacht hat? Die japanischen Schlachtschiffe, die machen viel Schaden. Hat's unser Zerstörer verkackt. Ich treff ihn nicht, der weicht die ganze Zeit aus. Komm schon. Ja, das hat gesessen. Komm, jetzt killen wir die Amagi da. Alter! Deine Streuung! Alter, das kann mich schon aufregen, ehrlich. Ich die Kratze. Ja, deutsche Schlachtschiffe, Ich habe jetzt schon 7-mal geschossen ohne irgendeinen Treffer! Oh. Ich merke schon, Schlachtschiff ist dann vielleicht doch jetzt nicht die richtige Wahl, vor allem die Deutschen nicht. Aber vor allem, die waren nicht schlecht geschossen, es ist einfach links und rechts immer bei ihnen eingeschlagen! Ja, ja, das ist einfach die Streuung. Die ganze Zeit! Das ist die Streuung der Deutschen, das ist... Ja, aber das kann man doch auch nicht sagen, wenn ein gegnerischer Bismarck kommt, die trifft mich, wenn ich zerstöre, auf 20 Kilometer Entfernung. Ja.
geil. Oh shit. Nice, sie hat eine. We've destroyed an enemy battleship. Kannst du auf die Zara schießen? Ja, kannst du gleich, oder? Gleich. Oh, die Jutland, auf die habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Wer ist noch bei uns? Ah, du hast das Secondary, nice. Ich mach mal Hydro an. Ja, super. Oh, scheiße, jetzt ist die Zara. Als ob die jetzt beide verschwinden, wenn ich um die Ecke komme. Ich krieg die Krise, ehrlich. Die ganze Zeit sind sie offen und 2 Sekunden, ich kann schießen, oh, zack, weg. Links von uns ist noch die Tierpitz, Vorsicht. Ja. Torps. Ah, Radar, okay, nice. Da trifft mich trotzdem einer. Schauen wir mal, wie ich da schieß. Pass auf die Tierpitz links auf. Torpedos deport. Torpedos deport. Komm schon, der muss jetzt sterben, diese Jutland. Der hat Torps rausgeschickt, oder ne? Doch nicht. Ah, ich glaube noch so lange nach. Nein, jetzt wo ich schießen kann, ist er wieder natürlich weg. Ich hasse es. Er schießt die Tierpitz auf mich. Ja, ich bin jetzt tot. Der Flugzeug fliegt mich an. Da wird's mich treffen. Und dann gleichzeitig bin ich breitseite zum Ding. Wieder Wassereinbruch? Nee, die ficken mich gerade richtig hart weg. Kann nicht reparieren, hab ein Leck. Nee, alles. Okay, ja. Ja, das verlieren wir wieder die Runde leider. Ja. Kannst auch gar nicht mehr heilen dann, oder? Wenn du es überleben solltest. Okay. Nee. Ja, es dreht die Tierpitz so geil, richtig geil weg. Ja, kein einziger Treffer wieder, das ist Standard. 2 Abpraller. Du lebst? Ja, toll. Ein Schuss von der Tierpitz, ich bin weg. Lol, der schießt gar nicht auf mich. Lol. Ich glaube, seine Dinger sind noch nicht ausgerichtet. Fuck, da ist der Zerstörer gewesen. Scheiße. Torpedos deport. Torpedos dead ahead. Oh, ich hab jetzt aber gut erwischt. Torpedos deport. Torpedos dead ahead. Ja, jetzt bin ich weg. Oh. Alter Verwalter, ey. Die Runde war so. rotzig? Sieh, vom Schaden her darf ich mich ja nicht gar nicht beschweren, also. Ja, ich seh's. Ich bin auch froh, dass ich doch die 57.000 geschafft habe. Schaden her. Ich hoffe, dass ich am Anfang 7-mal daneben geschossen habe, ohne irgendwas zu treffen. Ohohoho. Ohohoho, was war das für eine Salve? Und der hat natürlich überlebt, oder? Mit 1000 HP oder so ein Dreck. Ich fass es nicht. Our team depends upon you. Ja, schade. Runde vorbei. War es doch ein Last Survivor, ne? Ja. Okay. Also das ist für mich am Anfang richtig scheiße lief irgendwie. Konnte ich am Schluss jetzt echt doch gut Schaden machen. Also ich bin echt... Ja.
Ja, aber dritte und vierte, also passt doch voll. Nur ja, halt... am Anfang hätte ich gern, als wir gepusht wurden, hätte ich gern mehr getroffen, sage ich mal. Mm. Wenn ich so von den 7-mal abfeuern mal ein bisschen was getroffen hätte, wäre ich vielleicht auch mal über die 80.000 gekommen. Aber 7-mal schießen und da trifft kein einziger, ist dann natürlich bitter. Ja. Ja, ich merke schon, mit dem Erkenntnis braucht man ein bisschen Zeit, damit man Schaden macht. Ich konnte halt meine Stärke sauselten ausnutzen, weil die uns halt mit 4 Schlachtschiffen, gut 3 Schlachtschiffen gepusht, eine andere hat von hinten noch daher geschossen, alle auf mich. Da konnte ich natürlich schlecht zu ihm hinfahren, ne, das... Sag mal, ein bisschen später... Wo jetzt die Amaki uns gepusht hatten, so, da wäre deine Stärke ja gewesen, so im Nahkampf und so. Ja, ja. Aber da warst du halt schon so angeschlagen, da bist du einfach weggefahren. Ja, da war ich halt easy weg, ja. Das stimmt. Gut, ich hatte jetzt die Stärke, dass ich mich gut hochhealen konnte und viel reingesteckt habe. Also jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt, was mein potenzieller Schaden war. Aber ich glaube, der war gar nicht mal so schlecht. Ja, würde ich auch behaupten. Weil ich habe mich da 4-mal hochgeheilt jedes Mal und am Ende bin ich trotzdem noch gestorben. Also da haben die ja schon ordentlich was wegreißen müssen bei mir vom Leben her. Jetzt haben wir kein Flugzeugträger, aber ein U-Boot. Ja. Solange das U-Boot nicht bei uns ist. Ja. Ja. Kein Kommentar. Ich überlege gerade, es war mal wirklich C, da kümmerst du dich. Ja, wo? Also, du wärst, glaube ich, ganz gut bei C, wenn du jetzt nicht vom Torp getroffen wirst. Aber... Ja, ich wollte gerade sagen, das ist immer so gefährlich mit Torpedos und so weiter. Weil es gibt halt doch 3 Zerstörer, ein U-Boot, Alter. Ja, ich überlege gerade, ob ich eher so Richtung B fahre und dann so in Richtung C schieße. Auch gefährlich. Ja, weil ich halt dann von mehreren Seiten beschossen werden kann. Ja. Oh, aber der Kansas bei C. Ich probiere mal bei C, ich fahre mal in diese Richtung und wenn ich schon merke, da bloppen 3 Millionen Zerstörer auf und sowas, verpiss ich mich. Also was du wahrscheinlich nicht machen solltest, ist zwischen B und C Richtung C reinfahren. Da wirst du Nee, mach ich nicht. Ich fahre ganz rechts zu C und dann, wenn ich merke, die kommen doch ganz schön hergepusht, fahre ich halt schnell. So wie gerade eben eigentlich. Ja. Ach, scheiß drauf, ich fahre mit. Weil unser Team fährt komplett Richtung A und dann bin ich dann allein auf das Doppel. Das hat keinen Bock. Na gut, also U-Boot und ein Zerstörer wären bei B. Wäre auch nicht schlecht. Ja, oder Watt vielleicht. Ist auch kein Watt. Ich kann mal ein bisschen bremsen. So. Oder fahr du da bei C rechts und ich fahr so ein bisschen links. Und dann schauen wir mal, wer die bessere Entscheidung getroffen hat. Weil ich gehöre eigentlich nicht in den Nahkampf. Der hätte es ja aber von da, wo ich jetzt ungefähr bin, ungefähr also so ein bisschen nach hinten schießen können. Über die Inseln drüber. Ja. Durch die Inseln durch. Sowas in der Richtung. Da ist schon mal die Minnesota. Ja. Ja, wenn du die vielleicht im Nahkampf ablenkst und dann vielleicht kann ich dann in die Breitseite schießen. Schauen wir mal. Ob das aufgeht. Warum bin ich dauerhaft offen? Es gefällt mir nicht. Zerstöre wahrscheinlich bei C. Ja, aber wir nehmen ja ein. So, also ich bin jetzt auch offen. Ich krieg so die Krise, ehrlich. Das
Schau mich mal an, das war eine Bismarck, die von ewig zweit mich angeblich getroffen hätte. Ich schieße auf die Minnesota und passiert gar nichts. Null. Oh, gegnerisches U-Boot ist tot. Sehr schön. Wow! Als ob. Ich hatte ein Torpedo getroffen. Dann schießt irgendjemand random. Ich bin nicht offen. Die schießen random. Treffen mich. Ja, die haben mich irgendwie gut abgefangen. Ja, jetzt bin ich im Nahkampf eigentlich schon wieder schwächer, weil ich schon haufenweise Leben verloren habe. Nur am Randfahren an den Gegner habe ich schon die Hälfte meines Lebens verloren. Obwohl ich noch nichts mal gemacht habe. Ich habe einmal geschossen, das hat mir meine Hälfte meines Lebens gekostet. Also ich muss echt aufhören. Ich weiß nicht, ich versuche immer. Ja, vielleicht ein bisschen zurückhalten noch mit den Deutschen, bis du wirklich im Nahkampf bist. Ja. Ja, ich versuch's halt dir immer irgendwie nachzumachen, weil du schießt schon aus mega Entfernung und da passiert noch gar nichts. Ja, aber ich hocke ja auch nicht im Deutschen grad. Also. Weil du bist halt wirklich Nahkampf. Ja, ich. Vielleicht abhauen da hinten, ich weiß nicht. Ich sehe es gerade so schlecht bei dir. Komm schon noch, Carolina. Alter, bei mir sind so viele Schiffe gerade. Oh, ich werde hier bombardiert. 5 Leute zielen auf mich, Torpedos werden auf mich gefeuert. Ja. Ja, Alter, wie viele Gegner? Ja. Ja. Die haben sich alle hinter der Insel versteckt und. Ja. Ja, Alter, ich werde hier wegrationalisiert gerade. Das kann ja echt nicht wahr sein. Ja, das ist das Gefährliche da hinten in dieser Ecke da. Das ist natürlich, dass so viele aufploppen, ist natürlich jetzt heftig. Ja. Na gut, da kommst du nicht weg. Nee, aber habe ich den Neptun noch eine Zitadelle mitgegeben. 2 Zitadellen. Sehr schön, immerhin. Ironischerweise habe ich mehr Schaden gemacht als die letzte Runde. Okay. Einfach Yolo rein, okay. Ja gut, das waren jetzt die 2 Zitadellen an der Neptun. Ne? Meine Secondary hat 3 Brände verursacht, habe ich ein bisschen gesnackt. Okay. Ja, aber das war jetzt schon heftig, oder? Und viel zu viele Gegner halt wieder, ja. 4 Schiffe und dann von links hat noch irgendein Zerstörer durchgehend Torpedo auf mich geschickt. Ja, ich bin jetzt offen durch irgendeinen Zerstörer. Das wird jetzt ja, gleich das richtig ist wahrscheinlich der gleiche, der mich wegkratzt, der mich gefuckt hat. Irgendwas mit B, glaube ich. Black. Ja, genau, der hat mich ganz torpediert. Ja, ich meine, wenn jetzt nur einer aufgeblockt wäre, 8 Kilometer von mir, wenn es jetzt nur die Minnesota gewesen wäre, hätte ich ja gesagt, okay, passt. Ne? Ja. Kann ich gut fighten, aber natürlich, dass dann hier 4 Schiffe aufgeblockt sind. Ja. Nicht so geil. Aber ich bin froh, dass ich mich dann statt Minnesota auf Neptun konzentriert habe, meine letzten Schüsse. Weil damit habe ich trotzdem den Ding gemacht. Ja, immerhin.
Ach man, diese scheiß Bismarck, nur Abpraller. Also bei mir ist nie Abpraller, also wenn Gegner auf mich schießen. Also mich rotzen sie immer schön weg. Alter, die Neptun hat, kann die sich hochhealen? Ja, die hat einen Monster-Heal. Ja, ich hab's gemerkt. Dafür, dass ich zwei Zitadellen gegeben hat, hatte ja mehr als die Hälfte des Lebens wieder. Das ist schön. Ja! Und ich hab zwar durchgeschlagen, obwohl er Breitseite war. Natürlich. Die gute alte Maomi. Mogami, meine ich. Das war mein allererstes Lieblingsschiff. Mhm. Jetzt schön gezündelt. Durchgeschlagen. Die Bismarck, die Streuung ist ganz lustig, muss ich sagen. Ich bin Breitseite und nur ein Treffer und der hat nicht mal Schaden gemacht eigentlich. Ja, aber interessanterweise, ich mich rotze da richtig weg. Also wenn die auf mich schießen, ich weiß nicht, das ist Unfaire des Todes, das Spiel. Schau, ob du jetzt der Bismarck noch Breitseite gibst. Ah, nee, er hat wieder einen. Ja gut, aber jetzt dadurch, dass die Shimakaze dir hilft, da... Ja, das ist schon... Sollte schon gut gehen, ja, sollte schon gut gehen. Ich darf halt nur nicht in den Nahkampf gehen mit der Bismarck. Das Problem ist, dass sie schneller ist als ich. Irgendwo noch der Zerstörer. Ja gut, aber wenn die Shimakaze da regelmäßig... Ja, aber der unser Zerstörer ist ja auch bei dir, also der schickt ja regelmäßig Torpedos an in so Richtung Bismarck. Und die ist auch super low, die kann die sau scheiße ausweichen, habe ich auch gerade gemerkt. Trotz Hydro konnte ich den scheiß Torpedos nicht ausweichen. Ja, die Torps kommen, glaube ich, die gut auf. Die treffen richtig gut. Drei Stück treffen. Eins, zwei, drei, ja. Oh, lol, Torps, okay. Okay. Ja, aber mir ist recht, dass wir gewinnen, weil ich habe eigentlich ganz okay einen Schaden. Passt. Minnesota, wo ist denn die Minnesota? Die habe ich Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Unsere oder? Nee. Gegner schon. Ah, unsere werden jetzt voll in die Torpedos. Hm. Kriegt die eine oder zwei? Eine bloß. Gar nee, keine, boah, Alter, war das knapp. Wieso haben die so viel Glück? Das ist gerade echt. Da ist die Black wieder, der nimmt der immer noch. Nimmer lang. Musst du dir noch die Minnesota snacken? Ein bisschen Schaden damagen. Na. Ja. Ja, damit du ein bisschen Schaden noch kriegst. Ja, noch etwas. Ein paar Treffer. Our victory is in sight. Ein Abpraller, okay. Jo, die wird voll in die Tops wahrscheinlich reinfahren jetzt. Das ist so eine Torpedosalve. Holy shit, aber sterben tut er glaube ich nicht. Naja, okay. Ja, aber gut, der mit unserer Minnesota und so, das wird schon. Der fährt ja auch direkt auf mich zu, da werde ich keinen Schaden machen. Ah, der wird sich jetzt battlen mit unserem Minnesota.
komm. Das gibt's ja nicht. Das ist so, ja. Aber jetzt hast du mehr Schaden wie ich. Jetzt Jawohl. Hast du 2000. Mit dem letzten Schuss hat er nochmal mehr Schaden verursacht wie ich. Weil ich hab 60.000. Ah ja, perfekt. Ja, gut. Ja, die Runde war okay. Also, ich sag mal so, dafür, ich hätte gern länger überlebt, aber dafür, dass es halt, ne, ich hab dann Damage durch Secondary und durch die zwei Zitadellen, habe ich so mit einem Schlag haufenweise Schaden gemacht, ne. Gut. Gibt es irgendein Kreuz oder so, den du mal zocken möchtest? Lass mal gucken. Tier 6 hätte ich einen Kreuzer. Tier 7 hätte ich einen Kreuzer. Jo, kannst gerne entscheiden. Tier 7 hätte ich 2 Kreuzer. Oder ich nehme auch mal ein Ami-Schlachtschiff, dann wären wir beide auf Range-Schlachtschiffe. Das wäre 7, ne? Ja. Die Colorado. Ja, auf 7 hab ich. Hast du Deutsch? Deutsch. Scheiße. Ja, ich so hätte die Nelson. Also mit der kann ich auch ein bisschen auf Inferno. Das passt auch. Also 7 Schlachtschiff wäre in Ordnung. Hallo, Purpurfla. Hallo, ja. Julia. Läuft bei uns. Du musst lernen. Gut, die Runde Grat war vielleicht kein gutes Beispiel. Wie laufen die Runden? Ja, muss ich. Die Runden laufen, ich sag mal so, ja, Durchschnitt gerade. So, eine, die war okay, die zweite, die war scheiße und die dritte jetzt, die war so, ich bin zwar saufrüh gestorben, hab aber relativ in kurzer Zeit sehr viel Schaden gemacht, weil ich so im Nahkampf war gerade. Ah, ihr seid ja immer noch in der Lernphase. Man ist dann vorbei bei euch. Noch ausgerüstet. Zeit für Brandbekämpfung. Heute die Secondary ist ja sowieso. Montag und Donnerstag die letzten. Ja, dann nochmal viel Glück. Eine Woche. Das schafft man. Ich hatte ja gestern die nachgeholte Absolventenprüfung. Feier meine ich. Absolventenfeier. Oh, Schiffsgeschwindigkeit, Ladezeit. Boah, ja. Ich glaube, Secondary muss ich da nicht verstärken, ne, bei dem Schiff. Das ist. Ich will eh nicht in den Nahkampf gehen. Nee, Colorado ist ja kein Nahkampfding mehr. Das will ich gerade. Nämlich Stacker oder die Nolzen? Ich nehme die Stacker. Ja, aber ich glaube, bei der Hitze ist es vielleicht nicht verkehrt, wenn man um 8 Uhr in der Früh wenigstens schreibt, weil ich hatte, glaube ich, mal auch bei so einer Hitze, dann glaube ich, oben im A-Gebäude, 5. Stock. Hat schon reingebrannt, irgendwie so 3 Uhr nachmittags und so, das war richtig kacke. Ja, deine Nachricht habe ich in WhatsApp bekommen. Alles gut. Alles super. Und ich habe WI studiert. Habt ihr die Katze schon? Die dritte. Also kurz für dich, Skull, die kriegen nur eine. Also die müssen auf eine andere Katze aufpassen. Sie hat ja 2 Katzen. Mhm. Die muss auf eine andere Katze aber aufpassen und die wissen noch nicht, ob das gut geht. So eine fremde Katze. Ach so, ja, klar. Deswegen frage ich gerade. Ach, da habe ich nicht aufgepasst, was ich auf bei dem Schiff draufgehauen habe. Scheiße. Ich habe ehrlich gesagt auch gerade nicht so richtig aufgehauen. Also ich habe keine Tarnung drauf. Oh. Das Ding habe ich schon geguckt. Hoffentlich habe ich aber da jetzt nicht zu viel Boni drauf, weil auf dem Schiff bräuchte ich es gar nicht. Mhm.
Genau um 18 Uhr, wenn das Klassentreffen beginnt. Ja. Natürlich lustig. Nee, alles gut. Wenn wir keine Ablenkung wollen, dann dürfen wir nicht streamen. Ja, stimmt, wir gehen. Also ein bisschen auf Range jetzt, oder? Ja. Ich gehe aber fast davon aus, dass der Akatsuki gleich verreckt und dann haben wir keinen, der spottet und müssen Nahkampf und verrecken. Genau, das wird wahrscheinlich so. Am besten noch Akatsuki mit einem Torpedo sterben. Das wäre so typisch. Mhm. Ja, glaube ich. Ich glaube, da will gerne jeder hin. So Klassentreffen von der Grundschule, das ist sehr geil. Freue ich mich schon ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob du solche Momente kennst. Ich freue mich zwar aufs Klassentreffen, ich habe schon Bock aufs Klassentreffen, aber irgendwie habe ich dann um 17 Uhr keinen Bock, jetzt vom Computer aufzustehen, mich fertig zu machen, dann dahin fahren. Darauf habe ich keinen Bock gerade. Also am liebsten würde ich so schnippen und ich sitze am Tisch. Das wäre so geil. Was soll ich gleich schießen auf die York? Schießt du? Ja, ich schieße. Der wird wahrscheinlich gleich eindrehen. Nee, der dreht weg. Die Sau. Ja, leider. Ja. Normalerweise drehen sie immer ein. Nein, der dreht ja, natürlich jetzt weg. Ja. Aber auch nichts getroffen. Genau, wenn man dort ist, ist dann cool, aber dahin gehen, genau. Habe ich eigentlich keinen Bock. Ah, schief in den Lion. Die Baltimore und weg. Da hinten kommt eine Baltimore dann, also hinter den großen Felsen jetzt kommt dann die Baltimore raus. Vielleicht können wir da schon mal ungefähr die Geschütze hindrehen. Okay, der zerstörte Piscavenger, die ist rechts. Mhm. Schau auf Richtung diesen einen großen Berg da, weil da kommt gleich die Baltimore raus. Ob wenn die offen ist, wäre mega sick. Kann man die voll wegkratzen. Wenn die nicht stehen geblieben ist hinterm Berg, dann glaub, ist es raus. Der wird nicht rauskommen, weil unser Zerstörer ist im Nebel. Versuchen wir doch mal wieder wegzukommen. Ja, sowas wiederholen, klar. Kann. Da ist sie. Ah! Scheiße! Nee, ich komme nicht mehr hin. Nee. Ah, die Fitch, das ist doch. Oh, meine. Ah, guck dir mal meine Schüsse an! Komm, 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 komm! Ich ja, hast du einmal durchgeschlagen! Was, Alter? Digga, ich krieg die Krise, ich krieg so die Krise. Breitseite, ein Scheißkreuzer! Du drehst weg? Gut, ich komm mit. Ja, ich möchte jetzt nicht da hinter die Insel da fahren. Da wartet nur der Zerstörer auf mich. Ey, Brandenburg ist deutsch, lieber Abraham. Na, da ist die York, okay. Und die ist die Miscavige? Da mach ich mal Secondary schon mal. Ja. Wenn er da rauskommt, eventuell. Oh. Ach so, Quatsch, ich habe jetzt gar keine geile Secondary mehr. Wie weit geht meine Secondary jetzt? Nicht weit, wahrscheinlich. Oh, bin ich gar nicht gewohnt. Jawohl. Kack-Secondary. Nice, dankeschön, Akatsuki. Ui, nice. Oh, die Brandenburg ist ja schön breitseitig, ja. Brandenburg? Oh ja. So, ich bleib mal hier ein bisschen stehen. Gib ein bisschen Gas. Fahr nicht so langsam wie eine Schnecke, du Kackvogel. Ja, das war eine ganz nice Sache, wie gesagt. Wieder einmal durchgeschlagen. Ich krieg. Ja, jetzt hast du halt größere Kanonen wie bei der Bismarck, jetzt tust du halt nicht abprallen, sondern durchschlagen. Ja, wir sollten hier uns leicht verpissen. Nein! Schauen wir mal, ob ich die Collingwood da noch hinten erwisch. Ja, ich hab auch nochmal drauf geschossen. Ja, ich hab sie getroffen. Jawohl, jawohl. Getroffen, aber ich glaube nicht. Jawohl, dreimal durchgeschlagen. Sehr gut. Ich krieg die Grenze. Ja, fahrt dann auf Urlaub die dieses Jahr? Lion. Nee, leider nicht. Ist nichts geplant, sagen wir mal so. Ich meine, die Jenny ist gerade in Berlin. Aber ansonsten. Nö. Jawoll, wieder zweimal durchgeschlagen. Jo, ich auch, zwei durchgeschlagen. Das läuft bei uns. Hinter uns. Die York und die Baltimore kommen eventuell raus.
Lass uns auf die Baltimore konzentrieren. Die Brandenburg? Die Brandenburg? Lass uns von der Brandenburg wegfahren. Komm, die Baltimore ist gleich tot. Oh, scheiße. Wetten, jetzt schieße ich auf die Brandenburg. Mann, jetzt schießen wieder alle auf mich. Ich krieg die Krise. Wieso sehe ich jetzt die Baltimore nicht? Das ist ein bisschen... Oder schieße ich auf die... Ja, nicht zweimal. Soll ich jetzt schon löschen oder nicht? Doch, wenn du zweimal brennst, will ich löschen. Komm schon. Dreimal. Ich hab gewartet. Natürlich. Komm jetzt, oh, die Brandenburg. Oh, ich brenne natürlich auch gleich. Ja. Scheiße, die Baltimore, die macht das richtig gut. Die steht hinter diesem scheiß Berg und... Ich mach keinen Schaden, ne? Kannst du knicken. Da ist die York. Ja, die fährt da jetzt gleich. Problem ist, irgendwie habe ich das Gefühl, die Brandenburg ist schneller. Ja. Das ist nicht gut. Und die fackeln mich, die brennen mich nieder. Ich habe keine Chance. Naja. Voll die Brandenburg, die fackelt mich an. Ja, ja. Ich brenne auch komplett. Vor allem, ich mache einfach keinen Schaden an die Brandenburg. Alter, der steht irgendwie so breitseite eigentlich, aber irgendwie... Ja, ich treffe ihn auch nicht. Keine Chance. Der will aber einnehmen, ich merke das schon. Deswegen fährt, bremst er gerade ein. Ja. Ja, war gar nicht so schlecht jetzt. York fährt uns so hinterher. Ich glaube, ich schieße mal auf die York, damit die sich verpisst, ganz ehrlich. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen Abo und Folgen ist? Jo! Danke. Abonnieren für Folgen. Kostet Folgen nicht. Nee, ich brenne. Genau. Nee, Folgen ist nur bloß, dass du uns so gesagt Links in deiner Liste hast. Leuten, denen du folgst, da sind wir in der Liste. Du siehst sofort, wenn wir online sind. Du kriegst eventuell auch eine E-Mail, insofern du das eingestellt hast. Genau. Bei Abonnieren ist genau dasselbe theoretisch, nur dass du da keine Werbung bekommst. Du kriegst, glaube ich, bei uns sowieso keine Werbung, ja, weil wir das nicht aktiviert haben. Sagen wir mal so. Ich habe eine Zitadelle an der York. Nice. Nice. Kannst du eigentlich dunkel gehen oder sind die zu nah, die Typis? Hast du, dass du mal zugehst und irgendwie hochhältst oder so? Weil dir geht's gar nicht mehr gut. Ja, ich weiß schon. Das vielleicht mal versuchst zu überleben mal kurz. Also mal 20 Sekunden oder so nicht schießen und... Ich probier's mal. Schau mal. Ich wollte eigentlich die York noch eventuell mitnehmen, aber... Ach so. Ja, wir können uns auch gerne mal kurz auf die York konzentrieren. Schieß mal. Da ist die Baltimore! Ich weiß gar nicht, nee, ich glaube, wann gehe ich auf? Ich weiß es gar nicht. York ist jawohl, schön. Kannst du auf die Baltimore schießen? Ja, ich schieß mal. Oh fuck, jetzt kommt die Brandenburg da ein bisschen zu nah. Ah, shit. Naja, das ist der Feueralarm. Eieiei, ein T wäre schön. Ich hätte noch mal, ich könnte mich noch mal hochheilen, aber ich glaube, das werde ich nicht schaffen, weil reparieren kann ich auch nicht. Oh, diese Streuung. Oh, was? Kannst du noch mal schießen auf die Baltimore? Komm schon. Im Sterben. Direkt Baltimore. Ah. Na, ich habe sie nicht mal mehr getroffen, oder was? So eine Scheiße. Ah. Ja, also das ist so der, und theoretisch, insofern wir es aktiviert hätten, das Abonnieren, weil man kann ja uns noch nicht abonnieren. Und wir könnten es zwar aktivieren, aber wenn du es aktivierst, dann könntest du 4,99, glaube ich. Ist sogar günstiger geworden, ich glaube 3 Euro irgendwas. Könntest du uns theoretisch billiger geworden aktivieren, kostet wir denn was billiger? Ja, das weiß ich auch nicht. Und ja, dann könntest du uns gucken, theoretisch ohne Werbung. Hast du jetzt auch nicht, weil wir es nicht aktiviert haben. Und theoretisch hätten wir Emotes eigene, würdest du die freischalten. Aber wir haben auch keine eigenen Emotes. Weil wir es nicht aktiviert haben, weil du musst dafür hier Twitch Affiliate sein. Könnten wir, glaube ich, schon. Haben wir schon mal die Einladung bekommen, glaube ich, oder? Ja, könnten wir aktivieren, ja. Haben wir aber nicht aktiviert, weil wir nicht wollen, dass Werbung läuft. Das wollen wir nicht.
Weil wir denken halt, wir sind noch so klein. Oder was heißt noch? Wir sind schon immer klein und bleiben wahrscheinlich auch klein. Aber da ist doch Kacke, wenn... Ich bin ja um jeden Zuschauer froh und da will ich ihn nicht mit Werbung nerven. Bringt ja sowieso kaum Geld dann für uns. Ja, wie genau. Gar keins, denke ich, weiß ich nicht. Eben, genau. Weil ich kenne mich ja selber. Oft, wenn ich irgendwo was anklicken will, kurz reingucken will und da läuft dann direkt irgendeine scheiß Werbung am Anfang, klicke ich gleich wieder weg. Ja, ich auch. Das mache ich sau oft. Ja, ja. Ich habe sogar so gemacht, dass... Ja, genau, vor allem ins Kleine. Bei Großen, vielleicht lasse ich mal da kurz durchlaufen. Da erwartet man es ja eigentlich schon. Kleinen, ja, genau, da erwartet man es dann schon, aber bei Kleinen, da schalte ich direkt weg. Wenn dann eine gleiche Werbung. Ja, das kommt mir gleich. Ob jetzt hintereinander läuft, weiß ich nicht. Aber ich hasse Werbung wie die Pest. Das und deswegen will ich es eigentlich auch nicht machen. Ich meine, ich verstehe es, wenn man es macht, wenn man groß ist, wenn man davon lebt, muss man es ja irgendwie machen. Aber, ja, ich lebe nicht davon. Und ich mache das aus hobbymäßig. Klar, wäre es cool, wenn wir mal ein bisschen Erfolg hätten, aber... Solange wir keinen Erfolg haben oder nicht davon leben oder keine große Einnahme davon hätten, dann mache ich keine Werbung. Also wegen den 3 Cent kommt dann auch nicht drauf an. Ziemlich knapp das Match eigentlich. Sehr ausgeglichen gerade. Ja. Wenn ihr hier irgendjemand auf die Collingwood schießen könntet, das wäre echt fantastisch. Und... Oh. Vor allem mit dem Abonnieren ist einfach wirklich, du, oft ist Twitch ist ja auch, die viele abonnieren dich nur, um die Emojis zu haben. Das sind so also eigene Emojis, die du selber erstellt hast oder erstellen lassen hast, die irgendwie so auf dich personalisiert sind ein bisschen. Ich meine, du kennst bestimmt so, das müsste ich jetzt mal gucken, wenn ich jetzt rausgehe, so Gronkh zum Beispiel. Es gibt immer so, die haben dann eigene Emojis und die tust, wenn du Abonnent bist, kriegst du die halt und dann kannst du die immer verwenden im Chat. Und da haben wir ja keine und ich mag da jetzt auch nirgendwo. Ich bin kein Zeichner, ich kann das nicht. Bin kein Designer und dann müsste ich irgendwo einen Designer anfragen, ob er mal Emojis macht. Dann bräuchten wir aber auch noch eine Idee, in welcher Richtung, sage ich mal, also ja, wie die aussehen sollen optisch. Weil ich meine, der Designer weiß ja auch nicht, wie wir es wollen. Der wird auch fragen, ja, was hast du denn so vorgestellt? Die Frage könnte ich nicht beantworten. So ein paar Ideen habe ich schon, aber das umzusetzen. Ja, aber der Hinsicht finde ich relativ langweilig. Ja, ich auch. Irgendwie da habe ich nicht für diese Ideen auch. Einfach. Nee, ich bin da auch überhaupt nicht gut drin. Bin ich nicht kreativ genug. Genau. Leider. Gut, ich hätte so ein paar Ideen, weißt du, so. Also uns zwei sowieso vielleicht als Comic eine Art zeichnen, also unsere Gesichter. Das machen ja so gut wie alle, denke ich. In verschiedenen, ja, in verschiedenen Varianten, also lachen, traurig, weinen, keine Ahnung, was es da alles gibt. Eventuell ein Schiff, was in der Mitte zerbrochen ist, einfach so als Emoji. Vielleicht mal, wenn man dann so ein Schiff zerstören will, davor schiebt, dass das kaputt geht. Ja. Und dann kann man das spammen. Oder vielleicht von Hand irgendwas, irgendwelche, keine Ahnung. Hatte ich auch so. Ich würde da gerne mehrere haben von verschiedenen Spielen jeweils. So die Hauptspiele, die wir so spielen. So World of Warships, Hand Showdown, ne. So ist in der Richtung. Was spielt man noch häufig? Das sind eigentlich so unsere zwei Hauptspiele, würde ich sagen. Gut, hat schon noch jetzt lange nicht mehr gestreamt, aber. Ja, lief aber eh gut bei dir mit deinen 130.000 Schaden. Ja. Da kann ich mit meinen 43.000 Schaden einstecken. Das könnten wir nur noch gewinnen, aber irgendwie. Naja. Nee, ich habe einfach nichts getroffen. Tausendmal Durchschläge gemacht. Macht aber gerade wieder Bock ein bisschen World of Warships, ne? So. Okay, aber die Runde davor mit der Bismarck, da hast du es ja nicht so gefallen. Ja, nee, die Runde davor. Die Runde davor war kacke, da habe ich mich aber nicht aufgeregt.
Ich habe mich schon bei der Bismarck-Runde aufgeregt. Da habe ich mich am meisten aufgeregt. Oder war das die? Das ja, war eine die Bismarck-Runde, erste Bismarck-Runde, das weiß ich. Ja. Ach ja, stimmt, genau, die Bismarck-Runde davor, da habe ich mich aufgeregt, ja. Ja, da muss ich aber auch noch üben, mich ein bisschen zurückhalten. Ja, du hast jetzt echt lange nicht mehr gespielt, also. Ja, ja, klar, logisch. Ja, aber trotzdem, ich wünschte, dass ich weniger, also ist es wirklich so, ich wünschte wirklich, dass ich weniger ragen würde in manchen Spielen. Wie lange ist die Jenny in Berlin das Wochenende jetzt noch? Ist am Donnerstag hochgefahren und ich denke mal, Sonntag kommt sie wieder. Na komm schon, jetzt kill diese Brandenburg. Kill it, kill it, kill it. Aber in World of Warships der trifft ist doch ja, nicht mal. Was macht der? Ist ja, ich hab keine Ahnung, was der macht. Alter, das ist 9 aber Kilometer. So 39 HP. Ja, es ist schwierig mit dem Aufregen, weil gerade bei World of Warships finde ich, ist schon, vor allem mit Johnny habe ich ja darüber geredet, ne, dass er sagt, es ist super entspannt und total chillig, das World of Warships, das kann man mal spielen, wenn man sich nicht aufregen will. Oh, ja, nee. Ja, das hat, also doch, das hat der Johnny gesagt. Der Johnny hat wirklich gesagt, das ist ein entspanntes Game, da regt man sich nicht auf, also, mal zwischendrin. What the fuck, ich glaube, das ist echt das Spiel, wo ich am meisten rumrage und am meisten dieses alte Vier-Gefühl habe, also, wo ich am liebsten das Spiel deinstallieren würde. Also ich sag mal, es gibt schlimmere Spiele. Also weil mittlerweile, ich muss ja sagen, ich bin ja eigentlich ganz gut im World of Warships, da rege ich mich jetzt normalerweise nicht so auf. Ja, also kleinere genau, Aufreger. Aber ich bin nicht so gut. Aber vor allem das Schlimme ist, ich reg mich ja meistens eigentlich um meine Leistung auf. Wegen meiner Leistung. Und das war halt vor allem bei Counter-Strike der Fall. Da habe ich mich halt aufgeregt, weil ich einfach scheiße war. Und der Gegner halt einfach Luck hatte, einfach unmögliches Luck. Genau, so geht's mir auch. Und sie, da, haha, bei mir ist immer das, bei ihm ist das World of Tanks. Das spielt er aber nicht, oder? Also ich spiel's nicht, nee, Skull, hat's mal gespielt, nee, aber auch nee, nicht nee, mehr. Nee. Aber ich hab mal genau zwei Runden gemacht. Wie, das ist doch genau das gleiche wie World of Warships, oder? Mit Panzer. Eben, also da ist doch eigentlich, da muss das ja verstehen, dann ist er halt auch gut in World of Warships und dann regt man sich nicht auf. Mhm. Aber wenn man so mittelmäßig ist und dann du spielst die Bismarck und triffst zum Verrecken einfach nichts, ne? Und auch wenn die Schüsse gut kommen, die Streuung verhindert es einfach. Die Streuung dann, ist das Schlimme bei World of Warships. Genau, und dann, wenn du als, keine Ahnung, Zerstörer unterwegs bist und fährst einfach in Gegend rum und dann schießt aus 25 Kilometern einen Bismarck auf dich und trifft dich mit zwei Kugeln und rotzt dir erstmal die Hälfte des Lebens weg als Zerstörer, da krieg ich so einen Hals. Das kann doch nicht wahr sein. Das hat ja nur was mit Glück zu tun. Ja, das kann, das, und das ist halt das, was mich ganz schnell zur Weißglut bringt. Und zusätzlich, jetzt mal, bitte nicht persönlich nehmen, aber wenn man mit einem spielt, der fast zu 90% jede Runde gut ist, siehst du ja jetzt auch 127.000 Schaden, ich habe 43.000 Schaden, das zieht einen auch noch runter. Also es ist jetzt nichts gegen dich, Skull. Ja, ja, da haben wir schon mal drüber geredet. Ja, eben. Du musst einfach auch für dich spielen, das ist klar, können wir jetzt nicht, da können wir nichts machen, aber das zieht einen irgendwann runter, wenn du da 10 Runden spielst und du wirst 10 Runden einfach nur wegrasiert und dann bist du immer tot und du tust alles Mögliche. Und dann gucke ich ihm zu und der macht nichts anders wie ich. Und da schießen die Gegner einfach entweder nur daneben. Oder er kriegt zwar voll die Salve, aber verliert keinen Schaden. Genau die gleiche Salve wie ich, wo ich die Dreiviertel meines Lebens weg habe. Ne? Oder er schießt genauso wie ich und da bratz, 3 Zitadellen. Bei mir irgendein Kreuzer der Breitseite ist, bratz, 3-mal durchgeschlagen oder gar keinen Schaden. Da kriegst du halt so einen Halter. Mama, ne? Da denkst du einfach wirklich, ihr wollt mich doch alle verarschen. Aber ich glaube, ich habe mich langsam echt im Griff. Also seitdem ich kein Counter-Strike mehr zocke. Das war ein Zeitleck, mich am Arsch. Die Counter-Strike-Zeit. Die Counter-Strike war heftig. Also da waren wir ja zu 5 zu 6 irgendwie in Teamspeak und einer nur rumgerutscht, alle rumgerutscht. Ja, weil es schaukelt dann sich halt immer so auf. Ja, genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Man schaukelt sich so gegenseitig auf. Boah, würde die Runde jetzt 2 Minuten länger dauern, hätten wir gewonnen. Weil die Gneisenau würde einfach mit Torps den jetzt wegkratzen. Ah, oh, schade. Schade. Ja, aber das ist halt dann schwer, vor allem wenn ich natürlich den Stream nebenbei offen habe vom Skull, ne, und dann gucke ich da auch noch direkt zu, ne, und sehe seinen Schaden und alles und dann denke ich, oh, Alter, das kann ja nicht wahr sein. Ja gut, aber er kann halt auch nichts dafür und
Dann sage ich einfach, ich brauche mal wieder eine Pause oder dann geht es wieder. Ich meine, ich hatte jetzt wieder eine lange Forschungspause. Aber ich glaube, das ist natürlich, oder? Wenn du immer mit einem spielst oder immer mit einem unterwegs bist, der immer besser ist als ich, wird du dich automatisch indirekt vergleichen und da ist dann, das zieht dich einfach runter, da verlierst du die Motivation. Wenn du immer einen hast, der besser ist als du. Ob es jetzt Zocken ist, ob es jetzt, keine Ahnung, Fußball spielen ist, ob es jetzt Billard ist, ob es scheißegal was. Es ist, wenn ich ja. jetzt mit irgendjemandem Billard spielen würde, der immer gewinnt, ich hatte da keinen Bock mehr mit dem zu spielen, so ungefähr. Weißt du, wie ich meine? Oh, DBD. Jawohl, das wäre das richtige Spiel zum Nicht-Ragen für dich, Con. Das wäre doch wieder was. Das hat doch John hat geraged, das kann ich mir gar nicht vorstellen, warum er der Gute in dem Game. Aber dann nochmal, eine Runde würde ich vielleicht noch machen. Eine halbe Stunde, vielleicht sogar zwei, mal gucken. Okay, ja, können wir machen. Je nachdem, wie lange die Runde noch dauert. Oh, DBD, okay, das war immer ein bisschen grenzwertig, das Spiel mit No Rage, ne? Das war immer so sehr grenzwertig. Grenzwertig, da war bei mir keine Grenze mehr da. Die habe ich schon lange überschritten. DBD, das war das neue Counter-Strike. Ja, so ungefähr, aber nee, noch heftiger, die wie Spiele, Counter-Strike. Die mich dann am Ende zu krass aufgeregt haben, die habe ich dann nie wieder gespielt, ne? Also, ja. Counter-Strike habe ich komplett aufgehört. Ganz selten habe ich mal wieder, immer wieder mal reingeguckt, so, ich hätte mal wieder Bock und dann eigentlich wieder deinstalliert. Ach, pass auf, jetzt ja, bei DBD, bereit. Also ich denke immer so zurück, eigentlich war es cool, dass so zu viert ja, so die Generatoren machen cool, und so, ja. Fuck, erst bei mir und weglaufen, aber eigentlich... Ich sag mal so, das Spielprinzip, jetzt kannst du nur mal nachgucken, ob du alles richtig eingestellt hast hier. Ja. Ich sag so, DBD war... DBD mit Con legendär. Ja... Für euch war es lustig, für mich war es dann irgendwann mal nur noch anstrengend. Nicht mal als Killer habe ich was gerissen. Ich habe immer als Survivor dachte mir, weiß ich, hier können mich alle mal, die Killer sind alle so OP, ich spiele jetzt mal Killer. Und ja. Dann haben sie mich getrollt mit Taschenlampen und so. Ich finde aber, sowas macht halt viel das Spiel kaputt. Also so, ich glaube, da verliert man viele, also das verliert ein Spiel viele Spieler. Das ist halt, ich muss aber sagen, es ist aber auch schwer für so einen Entwickler, ein ordentliches Matchmaking hinzugehen. Also es ist eigentlich unmöglich, in meinen Augen. Klar, jeder probiert es, jeder hat irgendeine gewisse Art Matchmaking, aber trotzdem, also wenn ich überlege, ich habe keine Chance in DBD, egal in welches Match ich komme. Das ist so selten, dass mal die Spieler auf gleichem Niveau sind wie ich, dass es eine ordentliche Runde oder eine normale Runde ist, so wie es sein soll. Ne? Dass die Runde einfach ein bisschen dauert, dass die auch Generatoren schaffen, aber am Ende vielleicht doch noch der Killer gewinnt oder die knapp rauskommen, so ein, zwei Leute. Ne? Dass es so eine faire Runde ist, ist ganz selten. Also entweder ist der Killer OP oder einfach die Survivor sind OP. Also das ist vor allem, muss ich sagen, manche Killer waren ja auch gefühlt so OP. Der Freddy. Und ja, gut, aber das ist, ja, klar. Den haben sie ja mal überarbeitet. Aber, und dann die. Ja. Was war denn das? Da gab es noch einen. Dieser Doktor da mit den Stromschlägen, der war auch richtig nervig. Ja, aber der war okay. Also grundsätzlich hat man bei jedem Killer irgendwann mal gesagt: Oh, nee, das weiß ich noch. Ja, stimmt Map schon. Bei jedem Killer. Ja. Egal, ob es jetzt der Fallentypi war, der mit der Motorsäge. Irgendwie, ja. die Jägerin. Fallentyp habe ich aber am liebsten gemocht. Also als Gegner, den ersten Boss halt, ne? Genau, also ja. Ersten, weil es waren ja. nur Fallen. Ja, und es war alles so normal. So. Ja, diese ganzen DLC-Killer, die waren dann, naja. Oder die eine Bitch, die sich nicht teleportieren kann. Obwohl, ja, mit der Krankenschwester war es ziemlich gut, ja. Mit der Krankenschwester, das war die einzige, mit der ich eigentlich einigermaßen gut spielen konnte. Die war ganz cool, das stimmt schon. Aber trotzdem, es ist einfach, wenn ich das jetzt spielen würde, ist das Matchmaking darf mich nicht als Anfänger, als Loser darstellen. Weißt du, so dass ich mit anderen Anfängern oder so reinkomme. Ich komme dann rein und das sind einfach Leute, die mich trollen. Entweder mit Smurf-Account oder. Ne? Also es ist einfach, weiß ich nicht. Das Matchmaking hält sich in Grenzen. Das gleiche bei Hunt Showdown, das war auch ein sehr großes Problem.
Es ist immer noch. Verstehe ich bis heute nicht, warum wir da so hoch gerankt werden, wir zwei. Ich kapiere das einfach nicht. Nee, ich verstehe es auch nicht. Also. Es wird mal Punkte kriegen, wenn man KI killt. Weil das ist aber ganz gut, weil wir mal alles mitnehmen. Die anderen lassen mal alles stehen. Stimmt. Ja, das stimmt. Die Heinrich hinter dem Berg. Oh, ich bin entdeckt. Ja, dreh dich, Heinrich. Wie dreht er denn? Ich sehe es nicht. So. Ne, ich weiß gerade nicht, wie ich fahren soll. Ah, die Acker zu. Raketen quer oder lang? Drauf zu, aber als Schlachtschiff ist es eigentlich schon fast. Ja, eigentlich am besten ist schon, wenn du drauf zufährst, macht am wenigsten Schaden. Da treffen nicht so viele Raketen, das ist halt. Ja, ja klar. Eine Zara. Kannst du mir bei der Zara helfen? Du kannst wahrscheinlich noch nicht drauf schießen, aber. Nee, ich kann da noch nicht drauf schießen, noch lange nicht, ne. Ja, aber das ist halt auch schon, der John ist ja ein guter Survivor. Das wäre schon so ein Survivor, wo ich als Killer schon keinen Bock mehr habe. Und dann, wenn du schon schreibst, dass er gegen solche Survivor spielt, wo er keine Chance hat, boah, ey. Du merkst halt, aber irgendwie. Ui, die habe ich gut getroffen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, du brauchst da keine Hilfe. Ha? Bis ich da bin, ist der tot. Geht der jetzt ein? Geht der jetzt echt zu dir ein oder was? Oder? Hey, was macht der? Ja, der nebelt sich ein. Dieser Rundling. Scheiße. Scheiß zum Track. Wie weit gehen denn meine. Nee, pass auf, der so hat weit. Torps. Okay. Temponi, ah, das sind ja, die sind bei mir. Weg. Ich muss weiter lernen, gar keinen Bock, ich wünsche euch noch viel Spaß und dann geht beim Klassentreffen. Jo, eine Woche ja noch, gerne denk dran, nur eine Woche. Bald geschafft. Tolles Gefühl danach. Ich wünsche dir trotzdem viel Spaß beim Lernen und viel Erfolg. Definitiv. Ach du Scheißendreck! Ach du Scheiße! Was macht denn die da? Dann waren das doch nicht die Torps vom anderen, oder? Scheiße. Ah, danke, dass du mal reingeguckt hast. Falls du noch da jo, bist. War cool. Danke. Okay, aber der. Naja, gut, das ist jetzt doof. Wir brauchen den eigentlich nicht pushen irgendwie. Das ist doch richtig. Nee, dämlich. Aber ich kann jetzt nicht wegdrehen. Warte, ich bleib mal stehen. Oh, fuck. Was? Oh, hab ich da eine. Zerstörer direkt vor meiner Fresse. Es ist nichts da, nur der Zerstörer, ne? Das ist. Wir haben wieder die optimale Situation als zwei Schlachtschiffe. Ja. Also, nein. Wenn jetzt unser Zerstörer noch hierher kommt, der El Tarico. Ja, fahr ich jetzt okay. Mit dem mit oder hau ich jetzt ab? Also nicht. Ja, du kannst auch abhauen, nicht? Ich versuche das irgendwie zu überleben hier. Da ist er, ne? Komm, let's go. Alter. Boah, diese Streuung! Oh shit, oh, er trifft mich nicht. Jawohl, die Tops treffen mich nicht, ich kann abhauen. So, ich dreh jetzt, wir hauen ab. Oder sollen wir ihn doch jetzt ein bisschen schmecken? Ich überleg grad, ob ich nee, weil unser Zerstörer. Jetzt unser Zerstörer kommt da ja, mehr. Das könnte man eventuell sogar reißen. Dann tue ich mal kurz auf HE schalten jetzt. Dann bumst es ein bisschen besser, wenn ich ihn treffe. Gute Idee, mach ich auch. Mit Hai macht man viel Schaden gegen Zerstörer, wenn man trifft. Ja, vielleicht schafft es unser Zerstörer, das wäre am besten. Ich überlege gerade, ob ich in der Mitte rausfahre und dann mal ins Schlachtgeschehen dahinter fahre, weil ja. Das ist ja auch voll am Arsch. Da ist er. Warte, meine Secondary, wäre ich Deutsch, dann dachte ich, die hätte so wegrasieren.
treffe einfach nicht. Blob halt auf. Magst du jetzt echt den jagen oder magst du jetzt durch den nee, Richtung Gegner? Dann, warte, ich schieß schwer, doch einmal ne? kurz. Ich treff den einmal nicht, ganz zu knicken. Oh, ich hab ihn getroffen. Oh, ich hab ihn auch einmal getroffen. Zwei Ausfälle, vielleicht kann er nicht. Oh, wir haben. Nein! Er muss sterben! Oh shit! Nein, ein Top trifft mich 100%ig. Komm schon! Na komm, wir das schaffen und den Zerstörer doch. Das sind doch ein Schuss oder sowas. Ja, ja, das ist glaub ich. Oh ne, jetzt kommt der Flugzeugträger eventuell noch. Oh, Herr, du Sauber. Geh auf. Geh auf. Da ist er. Nice. Ganz schön viel Aufwand für so einen Zerstörer killen. Ja. Zum Glück habe ich nur einen Top gefressen. Okay, viel Zeit verschissen. Ja, ich bin überrascht, dass es so wenig Leute verreckt sind. Das war der zweite Gegner, der verreckt ist jetzt. Von den Gegnern, ja. Ja. Mit den Punkten nochmal verkackt, ne? Ja. Darum killen, 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 killen. Ja, bis wir dort sind, sind auch wieder 3 Jahre vergangen, ey. Ich fahr mit 17 Knoten daher, also. Bist ein bisschen schneller als ich. Ja, da vorne wartet gleich der nächste Zerstörer auf uns, also alles gut. So, dann killen wir jetzt noch den Feinrichter. Hier ist der Gürtelamtsaal. Dann jetzt auf die Colorado, aber. Oh shit, jetzt kommt da noch der Flugzeugträger die ganze Zeit her. Jo, also meine Flak ist nicht vorhanden. Wenn wir zusammen rumfahren. Aber ich bin halt nicht so schnell wie du, ich war wirklich nur mit 17 Knoten daher. Okay. Da muss es noch die Kargas sein, die so ein scheiß OP-Flugzeugträger. Wow, ich sollte vielleicht auch mal was treffen. Oh fuck, die Östergötland. Kann auf die Östergötland schießen? Bis jetzt mit Abstand. Was? Auf wen? Oder schafft es unser El Tarico? Die treffen nicht, das kannst du klingen oder nicht. Ich schieß weiter auf die Colorado. Ja, ich versuche weiter die Colorado ein bisschen zu damagen. Die North Carolina könnte aber auch gefährlich werden. Pass auf, dass du dir nicht in die Seite schießt dann. Wo kommen denn die Torpedos her? Von der Östergötland, die jetzt tot ist. Na gut, einer, da kann ich nicht ausweichen. Das kann er nicht. Macht einen guten Schaden, aber. Auch ein bisschen aufpassen, ganz links von dir sind noch die Scharnhorst, die dann auch kommen könnte. Ja. Wow, überhaupt keinen Schaden gemacht mit dieser Salve. Aus. Ich find's sehr interessant, wie so andere Schiffe immer
in meine Front, so, boah, keine Ahnung, richtig so, keine Ahnung, 20.000 Schaden machen oder sowas. Und wenn ich jemanden Front treffe oder sowas, so, ja, 5.000 hier, bitteschön. Na. Ich treffe diese Colorado gerade nicht, die ist... Stelle ich mich gerade so doof an, oder was? Ich treffe hier aber auch nicht, denk dir nix. Ich schieße jetzt auf die North Carolina, weil die ein bisschen mehr Breitseite zeigt. Also, was mache ich denn? Sie verscheißt ja gerade richtig hart meine Kugeln. Das ist ja nicht normal. Ich weiß auch nicht, was ich machen kann. Ja, scheiße, jetzt kommt die Kaga noch. Nein, nicht auf mich. Ich bin doch nur ein riesiges, unbewegliches Ziel. Jawohl, ich habe eine Zita an der North Carolina gemacht. Nice, sehr schön. Ja, ich werde da jetzt ein bisschen in den Nahkampf gehen müssen. Ist nix. So, dann zusammen jetzt die North Carolina. Alter, die hat mir frontal jetzt hier drin reingeschossen, hast du es gesehen? Die Sau. Das ist übel. Scheiß Tier-8. Leck mich doch am Arsch. Oh. Jawohl. Wow. Easy. Dankeschön. So, jetzt müssen wir nur noch Zeugs einnehmen. Oh, ja gut, unser Zerstörer ist schon dabei, das ist ganz gut. Alle beide nicht gewesen. Jetzt ist ein Zerstörer. Ja gut, oben bei A ist noch ein Zerstörer, der einnimmt. Ja, aber das bringt trotzdem jetzt wahrscheinlich. Weil der Gegner hat noch einen Akatsuki, scheiße. Natürlich, wenn er den jetzt natürlich blockt bei A und auffällt, oder der Flugzeugträger, dann haben wir voll Bock. Nee, das gewinnen wir nicht, glaube ich. Naja, schaffen wir nicht mehr. Unser Zerstörer, das... Ein Husten und das weg. Und der Gegner hat noch einen Flugzeugträger, will ich. Ja. Und ich bin zu weit weg. Keine Chance, dass ich irgendwas noch reiß. Nee, also die Runde war kacke, aber nicht in der Hinsicht, dass ich scheiße gespielt habe, sondern einfach, dass wir da rechts außen rumgefahren sind, wo kein Mensch war, außer dieser eine Zerstörer. Dafür bin ich einfach zu langsam, dann irgendwie wieder ins Geschehen reinzukommen, das geht einfach nicht. Komm, die Akatsuki, Ritschel, kill die. Bitte, kill die Akatsuki. Oh, das wird uns so gehen. Bei der Prinz Eugen könnte ich helfen, wenn er aufgedeckt wäre, aber... Ja, Durchschlag. Er ist offen! Jo. So schießen können? Ja. Komm schon, wenn er die Richelieu noch die Bismarck mitnimmt und wie die. Ich treffe nein! Nicht. Jetzt macht nein! Ach, oh, also ich so schon in die Breitseite reinschießen können. Eine Sekunde. Oh. Ja, die Runde, die war jetzt nicht so geil.
sich sehr grenzen. Aber ja, weil wir einfach nicht zum Zug gekommen sind. Wir waren einfach zu weit weg vom Schuss. Wir sind einfach nur rumgetuckert. Ja. Nur der Zerstörer auf unserer Seite, der uns ein bisschen in Schach gehalten hat. Natürlich ein bisschen belastend. Habe ich irgendwas im Geplänkel geschafft? Da muss ich mal nachgucken. Ich glaube eher nicht, so wie es heute läuft. Nur bei der Bismarck habe ich ein Sternchen geholt. Heute. Naja. Muss ich mal gucken, ob ich irgendwas beitragen konnte. Ah ja, ein bisschen. Gut, es ist jetzt 10 vor 5. Du wirst dann jetzt aufhören? Ja, ich denke schon. Dann kann ich nur in Ruhe duschen gehen. Und dann brauche ich mir nicht so einen Stress machen. Weil losfahren muss ich auch noch. Da allein da braucht man Motivation. Ja, ich habe immer so ein Problem. So, okay, eine Stunde fertig machen. Aber nee, in einer Stunde muss ich ja dort sein. Deswegen ist ja immer so, da habe ich manchmal Probleme. Na gut. Aber wir waren ja heute relativ fleißig, würde ich mal sagen. 2 Stunden Welle Vorschubs. Lief einigermaßen okay. Wie schaut's jetzt bei dir theoretisch, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, in 2 bis 3 Stunden wieder da wäre, so um 9 oder ich bin den ganzen Abend jetzt da. Ach, sonst könnten wir ja noch 2, 3 Runden, weil jetzt haben wir ja Premium, da können wir ja 2, 3 Runden noch vielleicht privat für uns machen, müssen wir ja nicht unbedingt streamen dann. Mal gucken, außer wir haben Bock, aber ich glaube es ja nicht. Ja, kommt ganz stark davon, wann du kommst, oder? Ja, eben, genau. Ja, passt. Aber wenn ich da bin, bin ich da, wenn ich da nicht. Okay? Genau. Also ich werde auch nichts schreiben über WhatsApp oder sowas. Jo, passt. Ja, ich bin dann erstmal ins Stream. Danke fürs Zugucken. Ne? Und Dankeschön. Ja. Und dann sieht man sich hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao, Kowski. Tschüssi.